Hallo, meine Lieben. Heute mache ich Kotelettchen. Das sind so Frikadellen. Ich habe hier schon Fleisch, Hackfleisch, 600 Gramm. Das ist Schweinefleisch. Und ich brauche eine Zwiebel, so 2-3 Zehnchen Knoblauch. Ich habe drei, ich habe nicht so große. Solche habe ich. Dann brauche ich schwarze Pfeffer, Salz, ein Ei. Und ich mache mit Weißkohl. Hier habe ich 300 Gramm Weißkohl genommen und Paniermehl brauche ich noch. Zum Braten nehme ich noch Öl und dann machen wir noch Soße und die Soße zeige ich Ihnen später. Ich mache jetzt zuerst mal, ich habe diese Fleischmaschine schon aufgestellt und ich muss jetzt den Knoblauch hier rein und Zwiebel durchmalen. Und das Weißkraut auch durchmalen. Das male ich alles durch gleich. So, das wird jetzt so laut. Deswegen ich mache das aus, male ich das alles durch und dann zeige ich Ihnen weiter, was mache ich weiter. Das habe ich alles durchgemalt. Jetzt kommt hier rein das Ei. Salzig. Salz und Pfeffer nehmen Sie nach Geschmack. Schwarzer Pfeffer. Jetzt mische ich das alles durch. Und wenn es so saftig ist, dann nehme ich noch Paniermehl, ein paar Löffel. Das mache ich so mit der Hand. So, ich habe hier drei Esslöffel Paniermehl, aber ich nehme zuerst mal so zwei Esslöffel. Und lasse ich das stehen ungefähr so 10 Minuten. Soll das ein bisschen einziehen. So. So, jetzt mache ich meine Kotelett fertig. Ich habe schon eine Pfanne aufgestellt. Kommt hier so Öl, 2-3 Esslöffel. Ich habe große Pfanne. So. Und jetzt mache ich sie einfach ein bisschen so. Ich mache sie nicht so groß. Nur ein bisschen so klein. Und hier habe ich Paniermehl. Kommen Sie in Paniermehl rein. Einfach ein bisschen bestreuen Sie sich. Und legen Sie zur Seite. Jetzt mache ich eine Pfanne voll und dann backe ich sie. So, die Frikadellen oder die Kotelettchen habe ich fertig gemacht. Jetzt habe ich schon angemacht mein Herd. Das Öl ist schon so warm ein bisschen. Und ich brate sie jetzt, jede Seite so goldbraun. Und dann machen wir leckere Soße. Eine Seite sind schon braun. Jetzt drehe ich sie um und lasse ich die andere Seite auch braun. Braten. Wir brauchen nicht so ganz richtig braun braten. Wir machen noch die Soße drauf, deswegen die kochen noch mit der Soße. Machen wir die Soße fertig. Ich habe hier 150 Milliliter Mehl genommen und ich habe hier, wie sagt man, Käse. Schmelzkäse. Habe ich vergessen. Schmelzkäse. Ich brauche 180 Gramm. Hier drin sind 200. Ich nehme das alles. Und da bleibt es ein bisschen übrig so. Und das muss ich alles. 180 Gramm nehme ich hier rein. So.
20 Gramm lasse ich das noch. So. Und mit Stabmixer püriere ich das alles durch. So, die Soße ist fertig. Meine Koteletts braten sie noch ein bisschen. Und ich salze die Soße salzig ein bisschen, ganz bisschen so. Und schwarzer Pfeffer nehme ich dabei. Dann schmeckt die Soße besser. Jetzt habe ich schon gestellt eine ganz kleine Stufe. So, jetzt kommt die Soße hier rein. So. Und ich nehme jetzt einen Deckel und lasse ich ganz langsam kochen, 20 Minuten. Nach 20 Minuten sind unsere Kotelett fertig. Und wir warten. So, mein Mittagessen ist fertig, die Frikadellen sind fertig. Das kocht noch langsam, sehen Sie. Jetzt zeige ich Ihnen, was haben wir heute, welche Frikadellen gemacht. Gucken Sie, so eine leckere Soße kommt dazu. Dazu können Sie kochen Püree, Kartoffelpüree machen oder Nudeln abkochen oder Reis. Das schmeckt mit alles ganz, ganz lecker. Ich habe heute Nudeln abgekocht. So, hier sehen Sie. So. Ganz schön und lecker. Ich habe hier noch ein bisschen Dill und was zu sein. Dill und Petersilie ein bisschen habe ich noch geschnitten. Einfach ein bisschen so drauf. Da sieht das ein bisschen anders aus. So. Jetzt können wir auch eine probieren. Ja. So. Mit viel, viel Soße. Soße haben wir genug. Gucken Sie. Sie sehen sehr, sehr schön aus und sie schmecken sehr, sehr lecker. Sie sind weich, sie sind saftig. Schmeckt alles sehr, sehr lecker. Mm-hmm. Probieren Sie zum Nachkochen. Ich bin sicher, dass Sie, Ihnen gefällt das auch. Und noch Nudeln dabei oder Reis oder wie habe ich schon gesagt. Kartoffelpüree schmeckt sehr, sehr lecker. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Wenn hat das Ihnen gefallen, stellen Sie mir Daumen nach oben, nicht vergessen. Immer Daumen nach oben stellen. Und abonnieren Sie meinen Kanal. Bleiben Sie mit mir weiter. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Hauptsache gesund. Und guten Appetit. Viel Spaß beim Nachmachen. Nachkochen. Und bis nächstes Mal in meiner Küche. Tschüss.